Herzlich willkommen in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Sie wird kurz auch als STABI oder SUB bezeichnet. Die SUB liegt auf dem Campus der Universität Hamburg und damit recht zentral in der Stadt. Sie ist die Ausleih- und Archivbibliothek aller Hamburger Hochschulen. Zudem ist sie Landesbibliothek und sammelt Werke von Hamburger Schriftstellerinnen, Hamburger Verlagen und Werke über Hamburg. Die gedruckt und digital verfügbaren Bestände der SUB stehen allen offen. Nutzende sind unter anderem Studierende, Lehrende, Forschende sowie Personen mit einem thematischen Interesse an der Stadt Hamburg. Selbstverständlich sind auch Schülerinnen und Schüler zum Lernen oder für eine Literaturrecherche bei uns herzlich willkommen. Die Bibliothek erstreckt sich über 3 Etagen. Im Erdgeschoss befindet sich die Infotheke und das Ausleihzentrum. Im Ausleihzentrum erhältst du unter anderem deinen Bibliotheksausweis. Außerdem findest du dort die Lehrbuchsammlung, die Grundlagenliteratur zu verschiedenen Themengebieten bereithält, sowie den SB-Bereich mit aktueller Literatur. Ebenfalls auf dieser Etage befindet sich der Ausstellungsraum und das Café Karl. In der ersten Etage findest du das Informationszentrum, in dem neben der bibliothekarischen Auskunft auch eine Reihe an Arbeitsplätzen zu finden sind. Auch der Vortragsraum ist in dieser Etage, ebenso wie der Eingang zum Lesesaal. Dort kannst du in leiser Umgebung lernen. Auch in der zweiten Etage befindet sich ein Lesesaal. Außerdem haben wir dort einen Gruppenarbeitsbereich und das Media Lab, wo du überdurchschnittlich ausgestattete Computerarbeitsplätze sowie Scanner und Drucker finden kannst. Die SUB ist eine sogenannte Magazinbibliothek. Das bedeutet, dass viele unserer Medien im geschlossenen Bereich stehen. Die meisten Medien musst du vor der Ausleihe erst bestellen. Sie stehen dann am nächsten Werktag für dich bereit. Selbstverständlich haben wir auch Medien, die du dir direkt ansehen kannst. E-Medien können an unseren PCs auf einem USB-Stick gespeichert werden. Auch einige Printmedien können sofort mitgenommen oder vor Ort eingesehen werden. Bücher der Lehrbuchsammlung sind zum Beispiel ausleihbar, ebenso die Bücher des SB-Bereichs. Die Lesesaalbestände sind in der Bibliothek zu nutzen. Das nennt sich Präsenznutzung. Während deines ersten Besuches kannst du dir einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen. Diesen benötigst du unter anderem für die Ausleihe, aber auch, wenn du Bücher bestellen möchtest, die bei uns im geschlossenen Magazin stehen. Auch wenn du eine Vormerkung auf ein Buch machen möchtest, wenn also gerade jemand anderes das von dir benötigte Medium hat. Und auch für die Nutzung unserer Internet-PCs brauchst du einen Ausweis. Um überhaupt erst einmal ein Medium zu finden, hilft der Katalog Plus. Das ist ein Online-Katalog, den du von deinem Computer zu Hause, auf deinem Smartphone unterwegs oder auf jedem anderen internetfähigen Gerät aufrufen kannst. Du findest ihn auf unserer Website stabi.hamburg. Bei Fragen und Problemen hilft die Auskunft gerne weiter. Sie befindet sich im Informationszentrum in der ersten Etage. Wir freuen uns auf deinen Besuch.